Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Kestis, steh auf, Jedi-Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Und wohin jetzt? Ich habe mir Sorgen gemacht. Moment, lass mich raten. Er hat wieder gegen die ganze Basis gekämpft. Allerdings. Okay, Cal. Wir wissen nicht, wo Boat ist. Und wir haben keinen Kompass. Sei bitte ehrlich, ich werde es ertragen. Haben wir verloren? Ein Kompass ist noch übrig. Wenn ihr das hier hört, wisst ihr, wo ich ihn gelassen habe. Sollte der Kompass weg sein, verzweifelt nicht. Was ist das? Es ist nicht bloß ein letzter Abschied. Es gibt noch einen anderen Weg nach Tenelor. Aktiviert die Anlagen und richtet sie dann auf die Koordinaten in dieser Nachricht aus. Da ist ein Kontrollzentrum. Wenn wir die Anlagen ausrichten, können wir einen Kurs durch den Abyss kreieren. Moment, nur damit ich es richtig verstehe. Du willst, dass sich die Mantis durch eine Nebelfliege, der Schiffe frisst, in einen winzigen Tunnel, den 200 Jahre alte Tech freigelegt hat? Ja. Ja. Okay, bin dabei. Wie können wir überhaupt so sicher sein, dass dieses Experiment funktioniert? Können wir nicht. Wir starten also ein paar Anlagen, wofür auch immer die gut sind, machen ein Loch in den Abyss und fliegen durch? Tja, so könnte man es sagen. Okay, Kleiner, wann immer du bereit bist. Soeben das Kontrollzentrum erreicht. Ich gebe Bescheid, falls ich Ärger kriege. Willkommen, ich bin Santari Cree, die Leiterin dieser experimentellen Anlage. Die Sicherheitsprotokolle verlangen einen Mitarbeiter vor Ort, solange die Anlagen aktiv sind. Grease, wenn keiner von uns zurückbleibt, muss jemand hier die Anlagen aktivieren. Oh ja, sicher. Ich frag mal rum, ob hier jemand so halsbrecherisch ist. Törgel vielleicht? Vielleicht nicht Törgel. Auslöschungstruppler. Was machen die hier? Ich hab dich gefunden. Er verwendet Sim. Behaltet ihn im Auge. Wie langweilig.
Hierher, Kumpel! Ich wusste, dass du schwach bist. Könnt sein! Ich muss ihn einfangen! Gib mir mehr! Ich werde dich nicht verfehlen! Ich werde mich fallen! Vielversprechend aus. Alle Anlagen sind online. Jetzt müssen wir sie nur noch aktivieren. Cree muss die Anlage bei der Evakuierung abgeriegelt haben. Aber das wird uns nicht auffallen. Leitet auf dem Beobachtungsdeck die Ausrichtung ein. Eines muss man Cree lassen. Sie hat an alles gedacht. Du hast es geschafft. Reese hat gesagt, sie brauchen Unterstützung. Und hier bin ich. Von weiter Weg. Sicher nicht einfach. Ich mag 200 Jahre alt sein, aber ich bin frisch wie ein Padawan. Erstaunlich. Oh, Kerl, das ist schlichtweg erstaunlich. Kannst du die Anlagen starten, wenn wir in Position sind? Oh, ich warte nur auf Ihren Befehl. Es wäre mir eine Ehre, den Traum von Meisterin Cree erneut wahr werden zu sehen. Für deine Meisterin. Zeit zur Mantis zurückzukehren, Kumpel. Dann fliegen wir durch den Abyss. Ich bin davon auch nicht begeistert, aber es ist der einzige Weg nach Tenalore.
Was ist unser nächstes Ziel? Fliegen jetzt zum Abyss. Starte die Anlage. Ich werde Ihren Fortschritt von hier aus beobachten. Möge die Macht mit Ihnen allen sein. Und mit dir, sie. Meinst du, wieso sie so lange braucht? Dagon Garra hat als einziger überlebt, was wir gleich tun werden. Wenigstens sterben wir gemeinsam. Hey, das sind ja ermutigende Worte. Hoffentlich passen die auch alle auf meinen Grabstein. Seht nur. Das haben die anderen armen Schweine auch gesagt, bevor sie zu Strudelfutter verarbeitet wurden. Toll, das nenne ich ein Hindernisparcours. Du bist schneller. Hör auf zu steuern. Und flieg endlich. Ich leite Energie von den Deflektoren auf die Triebwerke um. Was, bist du irre? Du tauschst Sicherheit gegen Geschwindigkeit. Ganz genau. Wir setzen alles auf dich, Kumpel. Du hast recht. Es ist mein Schiff, oder? Greasy schafft das, Baby. Das bildest du dir nicht ein. Sieh, was ist los? Die Anlagen sind überladen. Ich kann nichts dagegen tun. Wir müssen schneller werden. Tut mir leid, noch schneller geht nicht. Warte, Moment mal. Hast du sie doch alle? Wenn du blind in den Hyperraum springst, werden sie im gesamten Outer Rim Teile der Mantis finden. Vertraust du mir? Das weißt du doch, Kerl. Dann nur zu. Jetzt. Geschafft, du dreiarmiger Sohn eines Gundark. Nun, wenigstens hat niemand die Nerven verloren. Wow. Hoffentlich lohnt es sich.